damit einen neuen Part zum, ja, Dynastie aufbauen und eine Frau suchen für das Leben eines allein menschlichen Typen. Wo sind denn überhaupt die Stöcke, die ich hinterlassen habe? Ja. Hoffentlich fehlt noch nicht. Oh, naja. Was? Blättlerisches Wegerich. Ich krieg schon mal so viele Stöcke hier. Ja. Oh ja, Pilze. Boah, ich muss das. Muss den Spiel mal ein bisschen. Was? Blockade lösen? Okay. Spiel ein bisschen lauter machen. Zu laut, zu leise. Naja. Da mache ich mal eine Straße. Ich habe eh Stöcke en masse. So, was muss man denn machen? Hören wir schon mal. So, das haben wir auch. Das machen wir auch machen. Und das kann man auch machen. Und das nicht mehr. Warte mal. So. Ich trage zu viel. Schon wieder. Oh, Lebensmittel. Mach ich das hier rein? Ja. So. Nahrung ist ein wesentlicher Parameter für das Leben. Ohne sie sinkt die LP-Wert. Ja. Oh, mit sehr viel Pilze. Muss man aufpassen auf Pilze. Manche sind giftig, manche nicht. Aber ja, ist das geil, ne? Ich kann. Das ist richtig große lange Fläche. Oh. Okay. So, jetzt brauchen wir Stroh. Und Stroh. Haben wir noch nicht. Achso, hier sind 3 Tage ist ein
Dings. Also da ist Frühling zu Ende. Als Beispiel. Also sind es ein paar Tage. Und man hat ein Jahr durch. Achso, als kleine Info, ich bin 18 Jahre alt, komme aus, aus Costa Rica oder bin bei Costa Rica und suche eine Frau, die mein Alter ist. Und wenn ja, dann auch heiraten und ein paar Kinder bekommen. Wäre sehr schön, Interesse hat. Da heute ist Schiff. Hoffentlich kann ich schwimmen. Für Überleben. Achso, mit Alt und I. Ups. Achso, jetzt so. Zeit und schlafen. Es gibt vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Saison wechselt automatisch nach 3 Tagen. Viele Dinge hängen von der Jahreszeit ab, einschließlich der Aussaat- und Erntezeit für verschiedene Getreide- und Gemüsesorten, sowie die Verfügbarkeit von Wildnahrungsmitteln wie Beeren, Pilze. Während der verschiedenen Jahreszeiten herrschen unterschiedliche Temperaturen, weshalb du geeignete Kleidung dafür bereithalten musst. Du kannst zwischen 19 Uhr und 7 Uhr in einem Bett oder einem Feuer schlafen. Das Schlafen einer Feuerstelle, die Gesundheit nicht wiederher, das Schlafen im Bett ein wenig. Okay, thanks for the information. So, dann gehen wir zurück zu unserem Butze. Ein paar Stücke wollen wir schon mitnehmen. Ah, mit Bossart kann man auch die Waffen wechseln. Also, dass man, dass der ganze Baum noch da ist und schnell. Und dann erstmal so. So. Jetzt können wir unsere Hütte bauen. Ich nehme die Folgen am Stück auf, gerade im Livestream. Also, wenn man möchte, kann mich im Livestream verfolgen.
Und ich lade es auch auf YouTube hoch, also die in Livestream gerade aktiv sind und einfach mittendrin reingekommen sind. Die können das auch später auf YouTube sehen. Was haben wir denn hier? Erfassen von Pilzen, Federn und Kräutern zur Entdeckenmodus. Okay. 10% Gesundheit. Plus 2 Fertigkeitspunkte bei Survival Aspekt. Machen wir das Entdecken von Pilzen, Kräutern und vieles mehr. Jagen, wildes Tier. Ach so. Appel. Bisschen was zu futtern hier. Könnte eigentlich mal wieder ins Dörfchen gehen und gucken, was da überhaupt geht. Wenn ich auf dem Weg meinen Hase finde.
So, guten Morgen, meine Gutsten. Was geht hier ab? Bei dem Moor. Hallo von da. Ich bin vor kurzem in diesen Land gekommen und kenne hier niemanden. Was kann ich schon für dich tun? Ich schaffe eine neue Siedlung und suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Ich habe gehört, du baust deinen Ruf aus. Mach so weiter. Und ich denke vielleicht über meinen Vorschlag nach. Reparation erforderlich 50. Okay. Gut. Nein, Kömmlinge. Den Bewohner deines Dorfes, um sie zu überzeugen, in deinen Dorf zu ziehen, musst du die richtigen Anzahl an Dynastie-Reparationspunkte erreichen. Du kannst versuchen, sie zu überzeugen, indem du Häuser für sie baust und mit Menschen in der Gegend sprichst, die sich vielleicht deine wachsende Siedlung anschließen möchten. Die Leute werden dringend gebraucht, um schnelle Ressourcen zu sammeln, die Tiere zu versorgen, Felder zu bestellen, Technologie zu entwickeln und die Lebensqualität aller zu verbessern. Das ist geil. Das ist geil. Das ist bestimmt auch so ein neuer Ankömmling, ne? Jupp, ist er. Okay, gut, alles klar. Das ist ein kleines Kind. Bist du eine Frau mit deinem Kind? 50. Zustimmen. Hallo. Hey, ich bin verheiratet. Ja, ich weiß. Sehe schon ein dein Kind. Hast du welche Tipps? Zustimmung 5. Du möchtest noch eine Menge lernen? Vielleicht kannst du dich einen Tag ein Kann ich dich einen Tag unterrichten? Es ist immer schön zu sehen, wie die Leute noblen Zeitvertreib angreifen. Oh, danke. Ah, Spitzhacke baue ich. Hallo. Tipps. Ah. Gut, alles klar. Ah. 17. Was dein Moment? Entschuldigung, meine Mutter sagt, ich soll nicht mehr fremd sein. Gut, alles klar. Oh! Gänse. Oh, 1500. Ich bin aber Schlucker. Das ist geil. Das ist richtig gut, das Spiel. 22. Tut mir leid. Ich kenne dich noch nicht so gut genug. Oh. Ja. Du musst noch eine Menge lernen. Kann ich dich einen Tag unterrichten? Ja, danke. Dein Moment. Wie ist denn die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich genieße, was ich tue. Du wirkst zuverlässig. Vielleicht kannst du mir etwas helfen. Hast du den Adligen gesehen, der gerade vorbeikam? Ich hörte, die Leute sagen, dass er toll Gewänder trug. Oh. Ja. Okay. Es ist gut, hart zu arbeiten, aber man sollte sie nicht überanstrengen. Ja, das stimmt. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Oh! Ich bewundere deine Ehrlichkeit. Du scheust dich nicht, andere zu sagen, wenn du ihr Verhalten
missbilligst, weißt du, wie ich viel Geld zu haben mache, das Leben um einiges einfacher. Ich möchte nicht noch mehr Zeit ohne dich verschwenden, heirate mich. Ja, machen wir das. Ich versuche offen zu sein, aber ich denke, dass ich nicht, was man loben sollte. Ich denke dir, ich danke dir trotzdem. Ich mag dich sehr gerne. Okay. Gut. Okay, da haben wir schon mal eine kleine Kumpeline. Sagen wir mal. Mit Gold. Achso, mit der habe ich schon mal geredet. Kann ich auch mit Kindern reden? Mit fremden Kindern darf man nicht reden. Yep. 56, ne? Danke. Okay. Sehr gut gemacht, sehr gut. Also heißt das, wenn ich Häuser baue, dass ich vielleicht Unterschlupf für die habe, dass sie dann zu mir kommen, um bei mir siedeln und für mich arbeiten. Und dass ich dann so sagt, ein kleines Minidörfchen schon errichte. Ich muss dann eine Mauer bauen. Vielleicht jetzt. Das war lustig. Kriege. Ich aufpassen, ja. Die Tiere und die Umwelt ist unser Feind. Ich muss was futtern. Trockenfleisch. F. Gucken, wie viele Minuten wir haben. 23. Okay. Jawohl. Ja. Ich brauche ein Messer. Unsere erste Jagd, gleich zwei Hasen. Was war das? Oh yeah. Oh, man kann kochen. Kohl und Fleisch, Roggenkörner, Haferkörner.
Zwiebel, gebratenes Fleisch, rote Beete, Salzfleisch, Fleisch, rote Beete, Karotten, Salzfleisch, Karottenfleisch, Kohle. Okay. Achso, und was ich schon mal mitgekriegt habe, ist, dass Tiere auch in die Hütte reinkommen und man nicht safe ist in der Hütte. Kann bis 50 Kilo lagern. Okay. Vergiftungsgefahr 20%. Das war ein Mikro, oder? Ja, ich guck mal. Oh, okay. Kann man ja Spitzhacke. So eine Hacke. Drei Leder. Lagerfeuer, Falle, Möbel, Zeug. Eine Falle nicht. Eine Hasenfalle. So, zack. Aber eine Hasenfalle. So, dann gehe ich jetzt mal zurück. War es das erstmal für den zweiten Part. Und hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like. Und den Rest halt. Ja. Bis später.